Freunde von Wilbert News. Hier bin ich wieder, immer noch allein. Die meisten denken, sie müssten hier Werbung machen oder für irgendwelche Aktionen. Nein, das mache ich nicht mit. Wer hier stehen möchte, darf mit mir die Nachrichten machen. Aber nicht mehr und nicht weniger. Natürlich, wenn es jemand aus einem Verein ist, darf er für den Verein Werbung machen. Aber nicht irgendwelche, ja, okay, lassen wir es, ich kann das auch alleine, irgendwann wird sich jemand finden. So, ich fange an, erste Frage, lieber Herr Zick, Michael Zick, und was denken Sie? Einmal auf Facebook bitte liken, Dankeschön. Und es geht los, wir waren beim Bürgerzentrum Mühlburg am Tag der offenen Tür. Und es war toll, es war schön, wir bekommen, oder es ist ein wirklich ganz, ganz tolles Bürgerzentrum. Und da ist alles drin, die Stadtteilbibliothek ist drin, da natürlich Bürgerzentrum e.V., die kümmern sich ja um das Bürgerzentrum. Also wenn ihr Anfragen habt für irgendwelche Feiern oder so, bitte an das Bürgerzentrum e.V., nicht den Bürgerverein, weil wir haben mit der Vermietung nichts zu tun. Ja, also das macht das Bürgerzentrum e.V. Dann haben wir die Nachbarschaftshilfe Sonnenblume. Die haben sich etwas beklagt, weil sie wurden nirgends benannt. Und deshalb habe ich gesagt, liebe Patricia, du siehst, ich habe es versprochen, ja, Nachbarschaftshilfe Sonnenblume ist auch im Bürgerzentrum. Ja, die Stadtteilbücherei, habe ich gesagt, Stadtteilbibliothek, also ein Wahnsinn, das wäre wirklich ganz, ganz toll. Und natürlich der Bürgerverein Mühlburg. Wir haben dort ein kleines, aber süßes Büro. Ja, und das werden wir natürlich für euch dann öffnen. Die Uhrzeiten sage ich euch noch. Wir müssen uns jetzt auch etwas organisieren, weil ihr wisst ja, wir machen das ehrenamtlich. Wir arbeiten alle. Also wir müssen schauen, wie wir das am besten dann hinbekommen. Ja, dann nochmal Michael Zick. Es freut mich, dass ich ihn endlich kennengelernt habe. Der Michael, ich sage jetzt einfach Michael, der Michael ist der, der uns auf Facebook immer ganz, ganz tolle Bilder postet bei den Mühlburg News. Vielen Dank dafür. Und ich habe ihn quasi festgekettet. Ja, und er muss nächstes Jahr beim Brahmsplatzfest, muss er Bilder machen und dann muss er hierher zu mir, hier an meine Seite und muss dann über das Brahmsplatzfest berichten. Jo, da freue ich mich schon drauf. So, dann eine ganz aktuelle Meldung. Liebe Menschen da draußen, der Wurschtl lebt. Ja, ich habe ihn gesehen und ich habe mit ihm gesprochen. Also, alle, die sich zu früh gefreut haben, er lebt. Ja, Pech gehabt. Aber er hat gesagt, ihr sollt euch beeilen, falls er noch Schulden bei irgendjemand hat. Man kann ja nie wissen, in seinem Alter geht es ganz schnell. Aber er lebt, und da bin ich froh drum, lieber Wurschtl, über sowas macht man normalerweise keinen Blödsinn. Aber ich kläre es auf, da ist jemand ein Namensvetter, also mit richtigem Namen, nicht Wurschtl, und man hat ihn verwechselt, und dann kam die Nachricht raus, dass der Wurschtl gestorben sei. Also das stimmt nicht, er ist guter Gesundheit, und dann bin ich froh und dankbar dafür. So, dann unsere Veranstaltungen natürlich am 9.11. unser Flohmarkt. Der Flohmarkt. Leute, wir haben 32 Anmeldungen. 32 Anmeldungen für den Flohmarkt am 9.11. ab 7 Uhr geht's los. Ihr dürft euch noch anmelden, wenn ihr möchtet. Verkauft werden darf alles, was gebraucht ist, von Kindern, Klamotten bis hin zu der Kuckucksuhr von mir aus. Egal, ihr dürft alles verkaufen. Es sollte natürlich gebraucht sein, ganz klar. So, dann habe ich natürlich am 16. und 17. November die Hobbythek. Die Hobbythek, zwei Tage Hobbythek und Künstlermarkt. Und da freue ich mich dieses Jahr auch drauf. Wir haben ganz, ganz tolle Menschen eingeladen, die ihre Hobbys vorstellen und Künstler, die sich da vorstellen. Also da bin ich wirklich ganz, ganz arg gespannt. Also 16. 17. November, auch das in der Karl-Benz-Halle. Und jetzt am Wochenende, am 25. haben wir, ihr werdet es nicht glauben, mit der Europa-Union, ja, Europa-Union, haben wir den Rainer Wieland eingeladen.
Vizepräsident des Europäischen Parlaments in Straßburg und er kommt nach Mühlburg. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, ihn nach Mühlburg zu holen und er wird über ja, Europa nach den Wahlen. Also es ist bestimmt ganz, ganz interessant. Einlass ist ab 18 Uhr im Jung-Stilling-Saal. Also ich hoffe, ihr kommt vorbei. Kein Eintritt, aber es gibt eine Kleinigkeit zu essen, ein bisschen was zum Trinken. Also es lohnt sich. Und natürlich tolle Gespräche, ganz bestimmt. Also da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Ja, so, was habe ich noch? Jetzt habe ich ein paar Nachrichten, die werden euch nicht gefallen. Gebührenerhöhung. Im Südwesten planen 60% der Städte und Gemeinden ab einer Größe von 20.000 Einwohnern, also Karlsruhe ist ja knapp darüber, 300.000, in diesem und im kommenden Jahr die Menschen über kommunale Gebührensteuer zusätzlich zur Kasse zu bieten. Heißt es in einer Untersuchung der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Im Bundesdurchschnitt wollen demnach sogar 68% der Städte und Kommunen ab 20.000 Einwohnern ihre Steuern und Gebühren erhöhen. Das wäre in Baden-Württemberg zum Beispiel, steht an, Gebühren für Müll, Straßenreinigung, fürs Parken. Ja, also Leute, ich weiß nicht, wie ihr das alles noch verantworten wollt. Es wird immer mehr, die Abgaben werden immer mehr, verdienen tut man immer weniger, auch wenn es immer heißt, Deutschland, ja, wir sind die Bestverdiener, hat nichts damit zu tun, wir verdienen wahrscheinlich mehr als andere europäische Länder, aber unsere Ausgaben sind auch mehr als in anderen europäischen Ländern. Also, was ist das? Wir haben weniger Geld. Also, ich weiß nicht, ob das so einfach zu weitermachen ist. Macht euch mal Gedanken, ihr liebe Politiker, wie weit ihr das treiben wollt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn es immer mehr Proteste gibt. Und ich finde es gut, dass man auf die Straße geht. Nicht für alles, aber für manches sollte man tatsächlich auf die Straße gehen. Jo. So, und dann haben wir nochmal Gehwegparken, das ewige Thema in Karlsruhe. Und jetzt neue Knöllchenwelle für Gehwegparken in Karlsruhe. In Karlsruhe ist ohnehin ein Parkraum knapp, das wissen wir alle. Und da nutzen schon manche Autofahrer den Gehweg. Es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig. Und deshalb heißt jetzt eine Aktion faires Parken. Ich bin nicht dagegen. Natürlich, es ist verboten, auf dem Gehweg zu parken. Und bis dahin bin ich einer Meinung. Aber Leute, wir haben Menschen, die brauchen ihr Auto. Wir haben Menschen, die ihr Auto auch zum Einkaufen brauchen, weil sie schlecht zu Fuß sind und, ist ja jetzt auch egal. Wenn ihr das Parken auf dem Gehweg verbietet, dann müsst ihr doch aber auch für Parkplatzmöglichkeiten sorgen. Und jetzt kommt mir nicht, ja, man kann öffentliche Verkehrsmittel, wenn einer schlecht zu Fuß ist, dann kann er nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und seid ihr schon mal Bahn gefahren? Ich fahre jeden Morgen Bahn, jeden Mittag Bahn. Glaubt mir, es ist nicht immer schön. Gut, okay. Mehr will ich jetzt gar nichts damit sagen, sonst heißt es wieder, ich bin gegen Radfahrer, ich bin gegen alles. Aber ein bisschen stinkt es mir schon. So, dann habe ich wieder gegen Autofahrer in der Sendeneckstraße einen schönen Brief vom Amt bekommen. Warum dort Parkplatzverbote sind, habe ich gefragt. Plötzlich stehen da überall Schilder, Parkplatzverbot, also Parkverbot. Warum? Ja, es heißt, wenn Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter da durch wollen, kommen die Autos da nicht mehr durch. Habe ich Verständnis dafür, aber die Autos parken ja jetzt auf der anderen Seite teilweise auf dem Gehweg. So, das heißt, wir haben eine breitere Straße. Hat es jetzt unbedingt sein müssen, dass man die andere Straßenseite ein Parkverbot macht? Hat es unbedingt sein müssen? Hat es unbedingt sein müssen? Nein, glaube ich nicht. Aber gut, ich bin ja, einer, der nichts zu sagen hat in Mühlburg. Ich darf immer nur die Haue einstecken. Also, auf jeden Fall, ich bin dagegen, dass dort ein Parkverbot hinkommt. Jetzt dürft ihr wieder mit eurem Shitstorm kommen. Herr Ferrini ist gegen Fahrradfahrer. Herr Ferrini, ich bin pro Autofahrer und ich bin pro Radfahrer, aber wir sollten alle gleich behandeln. Ach Gott, ist das immer eine Aufregung mit Autos. Gut, und jetzt der goldene Strahl. Wisst ihr nicht, gell?
Majolika fließen, und zwar der goldene Strahl, nicht Straß, Strahl. Es gibt einen goldenen Kral, gibt es auch, ja. Nee, goldener Strahl. Ab 22. Oktober wird es eine dreiwöchige Sperrung der Kronenstraße, natürlich für Kraftfahrzeuge, logisch, verwenden sonst, für Kraftfahrzeuge zwischen Kaiserstraße und Zerringer Straße. Das Tiefbauamt verlegt in dieser Zeit einen neuen Teil der Majolika-Fliesen, Fliesen für den Sonnenfächer. Ist eine schöne Sache. Ja, Autofahrer müssen natürlich wieder leiden, aber okay, hier muss es sein, weil ich finde die Fliesen ganz, ganz toll. Fußgänger können ungehindert die Baustelle passieren. Und jetzt Achtung, Fahrradfahrer können passieren. Sie werden aber gebeten, liebe Fahrradfahrer, ihr werdet gebeten, abzusteigen und das kurze Stück zu schieben. Also bitte, okay? Ich meine es ja nur gut, nicht, dass einer von euch hinfliegt. Könnte ja passieren. Okay, ja, ich weiß, ich bin heute wieder gut drauf. Und deshalb eine letzte Nachricht noch. Gemeinnützige Organisationen suchen Ehrenamtliche. Interessierte können sich im Büro für Mitwirkung und Engagement beraten lassen. Gemeinnützige Organisationen in Karlsruhe suchen derzeit Ehrenamtliche für unterschiedliche Bereiche. Also besonders gebraucht werden aktuell Tatkräftige, die auf einem Tierschutzhof anpacken können. Finde ich gut, Tierschutz ist immer gut. Lesepatinnen und Lesepaten für Kindergärten und Grundschulen, auch ganz toll. Ein Hausmeister oder Hausmeisterin, ehrenamtlich. Für ein Bürgerzentrum, okay. Und Paten sowie Menschen, die Zeit haben, Seniorinnen und Senioren zu besuchen oder sie beim Spaziergang zu begleiten. Finde ich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Leute, vergisst nicht, auch wir werden mal alt. Und dann werden wir froh, wenn jemand vielleicht... Gut, ich gehe natürlich mit Beate spazieren. Da, mit dem Rollator. Da. Aber mit Handyhalterung. Sonst gehe ich nicht mit. Beate macht so, also einverstanden. Nein, Spaß beiseite. Ihr könnt anrufen beim Anfang Engagement. Und zwar unter 133 1212. Und dort könnt ihr euch dann informieren, welche Möglichkeiten das es gibt. Ich habe jetzt eben noch diese Nachricht gelesen. Jetzt muss ich ganz, ganz schnell eine ganz, ganz kleine Geschichte erzählen. Heute Morgen bin ich mit der Bahn gefahren und ich sage euch was. Heute Morgen zwei kleine Mädchen, na klein, ja, 8 bis 9 Jahre, denke ich mal, mit Schulranzen. Und ratet mal, was die gemacht haben. Die haben zwei Bücher gelesen. Bücher, richtige Bücher. Die hatten kein Handy, die haben Bücher gelesen. Auch ganz toll. Ja, so, einmal husten, nicht räuspern, Maurizio, husten, habe ich gesagt. So, und jetzt natürlich, wir sind fast am Ende. Ja, Vanessa, ich weiß, vergiss das Wurstelwetter nicht. Wie könnte ich den Wurstel vergessen, der doch lebt? Lieber Wurstel, dein Wetter. Und zwar, wir haben 18 Grad. 18 Grad die ganze Woche und erst ab Sonntag gehen die Temperaturen runter. Dann gehen sie allerdings richtig runter bis 8 Grad tagsüber. Ja, also dann wird es jetzt doch etwas kühler. Ja, aber wir haben Herbst und haben wir Klimawandel? Nö, haben wir keiner. Die Blätter fallen von den Bäumen, also ist auch alles in Ordnung. Gut, man hat mir gesagt, ich soll nicht so viel Witze machen über den Klimawandel. Mache ich doch gar nicht. Das ist kein Witz. Ich meine es ernst, es gibt keinen Klimawandel. Das meine ich ernst. Ja. Gut, das war's für heute wieder. Ja. Ihr seht, es macht mir auch so Spaß, weil es ist, ich kann mich bewegen. Ich kann mich richtig bewegen. Das macht richtig Spaß. Natürlich, ich sage es trotzdem nochmal, liebe Vanessa, du fehlst hier. Ja. Und ich weiß aber, die Schule, toi toi toi, die läuft ganz gut bei dir und dein Berufsleben auch. Das freut mich natürlich ganz, ganz arg. Und ich freue mich aber immer wieder, wenn du mal kommst. Vielleicht hast du mal Lust, mal so ganz schnell mal was zu machen. Ja, das wäre doch toll. So als Gastrednerin. Ja, gut. Okay, ihr Lieben, ich sage tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Und das letzte Wort habe ich. Ja, also. Tschüss, bis nächste Woche. Nein, stopp. Halloween Party.
am 31. Oktober im Club 77. Wir feiern Halloween mit DJ Frankenstein. Ja, wer ist DJ Frankenstein? Ich habe keine Ahnung. Der kommt und lasst euch überraschen, keine Ahnung. Aber wir haben für euch sowieso eine Überraschung, nämlich ab ca. 23 Uhr, wie immer, gibt es im Club 77 eine kleine Überraschung. Der Bürgerverein Mühlbold, MF-Event im Hause Rheingold. So, das war's jetzt aber. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir senden, aber es ist jede Menge. Oje, Beate macht so, ich habe keine Ahnung, was das soll. Also, ihr Lieben, tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, bis nächste Woche.